Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir zeigen dir heute, wie du dein eigenes Knotenhalfter knoten kannst. Alles, was du dafür brauchst und die genauen Schritte, zeigen wir dir jetzt. Viel Spaß! Alles, was du brauchst, ist ein Maßband, ein Paracordseil, Tesafilm, Sekundenkleber und zwei Endkappen. Der erste Schritt ist, dass ihr erstmal euer Seil in die Hand nehmt. Wir haben euch die ungefähren Maße natürlich in die Infobox gepackt. Ich habe jetzt ungefähr 8 Meter Seil für ein großes Warmblut genommen und das Seil wird in der Mitte gefasst. Hierfür nehmt ihr beide Enden zusammen und sucht euch eure Mitte. Wenn ihr eure Mitte gefunden habt, könnt ihr sie mit Tesafilm markieren. Links und rechts müsst ihr jetzt das Maßband anlegen, damit ihr auch die richtige Größe knotet. Ich nehme jetzt also mein Maßband, lege es mittig an und messe in diesem Fall ungefähr 13 cm. Ihr könnt wegen den genauen Abmessungen einmal in die Infobox gucken. Mit den Fingern markiere ich jetzt den abgemessenen Punkt und knote meinen ersten Knoten an dieser Stelle. Den Knoten mache ich nicht zu fest, damit ich ihn gegebenenfalls nochmal ändern kann. Anschließend messe ich nochmal ab meiner Mitte nach und korrigiere gegebenenfalls nochmal. Das Ganze wiederhole ich jetzt auf der anderen Seite auch. Das Ganze messen wir jetzt noch einmal nach. Bei mir sollten es ungefähr 26 cm sein. Es ist wichtig, dass ihr auf jeden Fall ab der Mitte des Knoten messt. In diesem Fall habe ich jetzt 28 cm. Das heißt, dadurch, dass ich meine Knoten relativ locker geknotet habe, kann ich hier nochmal nachkorrigieren. Das könnt ihr so lange wiederholen, bis ihr euer Maß gefunden habt. Dieser Teil ist unser Nasenriemen. Weil der ja rund ist, brauchen wir den gesamten Umfang. Wir nehmen das Ganze also erstmal doppelt. Mein Umfang sollte bei 50 cm liegen. Daher sollte dieser doppelt gefasste Teil 24 cm betragen. 26 cm haben wir ja vorhin bereits geknotet. Für die 50 fehlen jetzt noch 24 cm. Und dann wissen wir, wo unser nächster Knoten hin muss. Ich markiere die gemessene Stelle wieder mit meinem Finger und klebe einfach ein Stück Tesafilm auf, das hilft nämlich beim Knoten. Das Ganze wird jetzt doppelt genommen, du musst jetzt also alle vier Seile in der Hand haben. Jetzt knotest du eine Schlaufe direkt an der Stelle, wo der Tesafilm ist. Es ist jetzt erstmal nicht wichtig, wie der Knoten aussieht, das korrigieren wir später nochmal. Jetzt misst du einfach kurz nach, ob deine Zentimeteranzahl richtig ist. Auch hier darauf achten, dass du wieder von einer Mitte des Knotens zur anderen Mitte des anderen Knotens misst. Jetzt kannst du alles nochmal festziehen und auch schöner hinlegen. Die Schlaufe ist übrigens dafür da, um deinen Strick einzuhaken. Jetzt ist der Kinnriemen dran. In meinem Fall benötige ich 24 cm ab dem Knoten nach unten. Das Ganze messen wir natürlich wieder ab und an der Stelle, wo wir abgemessen haben, wird dann der nächste Knoten gesetzt. Nun haben wir das Ganze vor uns liegen und in das längere, also das linke Seil, knoten wir wieder eine Schlaufe. Ich benötige für dieses Stück 21 cm.
Einfach das Maßband zur Hand nehmen und einmal nachmessen. Um nun die Schlaufe zu knoten, nehmen wir das Ganze doppelt. Die Schlaufe ist am Ende dafür da, das Knotenhalfter zu schließen. Dieser Teil sollten nun bei mir 21 cm sein. Korrigiert einfach, solltet ihr falsch geknotet haben. Jetzt geht's weiter, indem wir das hier mit dem hier verbinden. Nehmt also einfach das Seil in die Hand, sucht euch das Ende und geht dann damit zu dem Knoten an eurem Nasenriemen. Den haben wir ja recht locker geknotet und jetzt fahren wir quasi diesen Knoten mit dem Seil nach. Das Seil also durchfädeln, parallel zum anderen Seil durch den Knoten legen und dann das restliche Seil nachziehen. Nun messt ihr den Abstand zwischen der Schlaufe, wo das Halfter geschlossen wird, und dem Teil, den ihr gerade geknotet habt. Bei mir müssen das 26 cm sein. Auch hier könnt ihr natürlich gleich wieder korrigieren. Wenn der Abstand bei euch passt, dann könnt ihr den Knoten noch schöner machen und natürlich festziehen. Am nachgefahrenen Knoten nehmen wir unser übriges Seil und legen es parallel zum anderen Seil. Damit wird der Nasenriemen nämlich doppelt geknotet. Ihr fädelt also auch an dem zweiten Knoten euer Seil durch. Achtet nur darauf, dass das Seil schön stramm ist. So müsste das nun bei euch aussehen. Jetzt sind natürlich beide Seilenden übrig. Diese beiden Enden nehmen wir jetzt einfach zusammen. Achtet darauf, dass beide Seilenden gleich lang sind. Hierfür legt ihr beide Enden parallel nach unten und klebt ein Tesafilm an die Stelle, wo das lose Seil den Verschluss trifft. Das gleiche wiederholt ihr einfach auf der anderen Seite auch. Die Stellen mit dem Tesafilm nehmt ihr jetzt einfach zusammen und macht einen Knoten rein. Euer Knotenhalfter ist jetzt soweit fertig geknotet. Jetzt fehlt nur noch der Genickriemen. Nehmt einfach die losen Enden zusammen und messt nach. In meinem Fall benötige ich hier jetzt noch 104 cm. An dieser Stelle wird das Seilende jetzt gekürzt. Ihr könnt wieder einen Tesafilm festkleben, wenn ihr euch damit leichter tut.
Die Enden müssen jetzt versiegelt werden. Dafür nehmt ihr einfach ein Feuerzeug zur Hand, aber fragt bitte unbedingt andere Personen um Hilfe, wenn ihr hier Probleme habt. Zündet das Seilende an, lasst es kurz abkühlen und drückt es schön fest. Das macht ihr so lange, bis alles miteinander verschmolzen ist und auch nicht mehr aufgehen kann. Der letzte Schritt sind die Endkappen. Träufelt einfach erstmal ein bisschen Sekundenkleber in beide Kappen und drückt die Seilenden rein. Auch hier bitten wir euch, dass ihr einen Helfer zur Hand nehmt, wenn ihr hier Probleme habt. Drückt die Kappen und die Enden fest ineinander und lasst den Kleber antrocknen. Und das hier ist das fertige Endergebnis. Ich muss sagen, ich finde es richtig, richtig cool und ich hoffe, es sieht bei dir genauso aus. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben gibst und ein Abo dalässt für mehr solche Videos. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video.